Er ist einer der meistgesuchten Fans in Hamburg. Ole Garthausen hat nach dem Abstiegsfinale gegen Wolfsburg im Freudentaumel nach dem Spiel den Torpfosten abgebaut und mit nach Hause genommen. Eine Idee wäre, da wirklich einen Fahnenmast draus zu basteln. Ich habe noch eine HSV-Fahne. Das ist so eine Idee. Unter Zimmerdecke, nee. Also irgendwie, da passiert schon was mit. Also der wird nicht irgendwo in der Ecke verstehen. Der HSV-Fan hatte schon zu Beginn des Tages ein gutes Gefühl. Das hört sich vielleicht blöd an, aber ich bin morgens aufgestanden. Ich bin ein positiver Mensch und ich wusste, das geht heute. Auch in den letzten Jahren, wo es in HSV immer nicht so gut ging, tabellentechnisch und auch manchmal spielerisch, die Leute haben sich immer das Maul zerrissen, auch bei uns in den Kneipen. Und ich glaube, ich bin vielleicht einer der wenigen, der immer positiv war. Ich sage, vor 3 Jahren waren wir schon abgestiegen. Die ganzen Prozentrechnungen, 98% zu 98% ist HSV abgestiegen, bla bla bla. Uns blieben 2% und die haben, es beweist sich, es geht. Auf jeden Fall würde ich mir gerne vom Trainer eine Unterschrift und vom Torwart. Von mehr nicht. Soll ich reinbringen? Ja, gerne. So bin ich auch durch die Gegend gelaufen. Den ganzen Tag. Ein Torpfosten als neuer Fahnenmast für einen der verrücktesten Fans der Liga, der auch in der nächsten Saison im Oberhaus auf Pfostensuche gehen kann.